Bob Armstrong von Class of America will einen Traum verwirklichen. Einen Weltrekord in der Futterernte aufstellen. Das Ziel, über 2000 Tonnen Futter in 12 Stunden ernten. Bob trifft sich mit Lohnunternehmer Frank Netto, der das passende Feld, den Häcksler, die Transportlogistik und die Fahrer für den Weltrekord stellen will. 26. April 2001, Kerman, Kalifornien. Hier wird Getreide für ganz Pflanzensilage angebaut. Eine beliebte Mischung aus Weizen, Hafer und Gerste. Geerntet wird bei einem Trockenmassegehalt von etwa 32%. Frank Netto schätzt den Ertrag auf 38 Tonnen pro Hektar, eine ganze Menge. Zurück zu Bob Armstrong. Es ist 5:30 morgens, wir fahren raus zur Hillview Farm. Dort findet der Weltrekordversuch statt. 12 Stunden mit dem Jaguar 900 ohne Unterbrechung, häckseln und dabei mindestens 2000 Tonnen einfahren. Es wird heute ein schöner Tag. Die leichte Brise über Nacht hat die Taubildung verhindert. Es kann also losgehen. Das Glas-Team ist bereit. Sie sorgen dafür, dass der Jaguar 900 immer genug Futter vor der Pickup hat. Amy ist eine der drei Schiedsrichter. Sie wird das Wiegen überwachen und die Erntemenge protokollieren. Beim Weltrekord geht es nicht nur um 12 Stunden Häckseln, sondern 12 Stunden Mähen und Schwaden sind auch angesagt. Mit Glastechnik natürlich. Frank Netto gibt letzte Anweisungen an die Lkw-Fahrer. Immer dicht daneben bleiben. Der Häcksler muss ununterbrochen laufen. Um Punkt 7 fällt der Startschuss. Das Mähwerk Disco 8500C wird von einem Jaguar 860 angetrieben und der Liner 3000 zieht optimale Schwaben. Der Besitzer der Farm interessiert sich für den Weltrekordversuch. Ihnen gehört die Farm? Fragt unser Reporter. Mir gehört alles hier, sagt er und lacht. Ja, mir gehört die Farm. Insgesamt 3000 Acres, das sind rund 1200 Hektar. Zwischenbilanz nach 3 Stunden und 40 Minuten. Fast ein Drittel der Zeit ist abgelaufen. Okay, so everything running all right? Everything being done officially? Everything's great. Läuft prima, bestätigt Amy. Es wurden schon 667 Tonnen eingefahren. Nach 12 Stunden wären das rund 2000 Tonnen. Nur noch 3 Stunden. Bisher ist alles glatt gelaufen, ohne Pause, ohne Unterbrechung. Ein Härtetest für Menschen und Maschinen. Da darf in den letzten 3 Stunden nichts daneben gehen. Der Jaguar 900 häckselt, häckselt und häckselt das schwere Futter ohne Störung. 500 PS bei Höchstleistung im Dauerbetrieb bei einer Temperatur um 35 Grad Celsius. Jetzt ist es bald geschafft. Nur noch 8 Minuten. Bob sagt, noch einmal bis zum Feldende und der lange Erntetag kann pünktlich um 19 Uhr abgeschlossen werden. Ein langer Tag. Der Jaguar wird durch die Flagge gestoppt. Die 2000 Tonnen sind auf jeden Fall erreicht. Martin Major, der Fahrer, steigt aus der Kabine. Er wäre gerne noch weitergefahren, aber bei Dunkelheit wird hier in Kalifornien nicht gearbeitet. Zurück in der Zentrale. Jetzt wird die genaue Tonnenzahl ermittelt. If you would, could you sign underneath the official's name there and we'll be done. The
Die Schiedsrichter haben das Ergebnis bestätigt und bereits unterschrieben. 2058 Tonnen, über 170 Tonnen pro Stunde. Der neue Weltrekord steht. Das Team feiert den Jaguar 900. Ein wahrer Weltmeister. Dieser Rekord wird sicher nicht so schnell gebrochen. Darauf können Sie wetten.